Sie hat gemeint, sie kann noch unter der Woche oder so, kann sie auf jeden Fall noch kommen. Sie schaut sich morgen an, wie es ist. Und sie meint, es dauert auch nicht lang. Aber sie hat jetzt das für mich Das eingeplant. heißt, also machen wir Also, es jetzt morgen. ich krieg morgen die Quetschung. Ach so, ja, Also, okay. das kann sie nicht mehr rückgängig machen, weil die hat jetzt, klar, ich meine, die macht diesen. Doch, das ist jetzt für dich okay. Ja. Ich meine, weißt du, ich trage ja die sowieso Naja, nee, es ist immer so ja. nach hinten und so dort. Also ich werde jetzt Nein, nicht, nein, ich es geht kann nur ja da, auch nicht nein. haben, dass ich Nein. dann so aussehe. Nein, es geht nur darum, weil wir den hinrichten. Sound muted. Also Leute, moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ist jetzt schon die dritte Folge von unserem kleinen Projekt Minecraft Dorfspielen. Wie ihr sehen könnt, entdecke ich gerade eine Mine. Wir haben auch schon Eisenrüstung, ein Schild. Und ich versuche gerade zu schauen, was hier so abgeht. Bis jetzt ist es sehr spannend. Es ist aber noch nichts Schlimmes passiert. Zum Glück. Und habe ich mir einfach mal gedacht, starte ich mal die Aufnahme, weil es gerade so spannend ist. Es kamen schon viele Monster, weil wir haben ja unser Projekt auf hart gestellt. Sound resumed. Und Was? deswegen ist das hier ein bisschen schwerer als normal und hier spawnen noch mehr Monster als gewohnt. Ja. Richtig kurz pennen. Ja. Okay, nimmst du gerade wieder auf oder was? Ja, weil ich in der Mine bin. Okay. Und habe ich gedacht, weil es gerade so spannend ist und so viele Viecher hier spawnen. Weil ich habe nämlich Spannend. eine, wie heißt das? Jetzt eine echte Mine halt gefunden. Ah, okay. Achso, so ein Minengang. Genau, so ein Minenschacht. Ach, cool. Genau. Ach, das ist ja gut. Cool, Und da habe ich für dich. gedacht, weil es so gerade spannend ist, weil ich es gerade hier entdecke. Ach, hier ein Toter. Habe ich gedacht, da nehme ich jetzt gleich mal auf. Ich baue ja gerade fleißig ja mein Dach weiter. Ja. So, warte mal. Okay. So, was ich mich jetzt tatsächlich frage ist, wann eigentlich, ah, genau, da ist es. Ich frage mich, wann der Raid kommt. Nee, weil ich mich jetzt gewundert habe, wann die ersten, endlich mal die ersten Kisten kommen hier unten. Und So. was drin? Nee, warte, ich entdecke gerade noch. Ich laufe jetzt hin. Junge, dieser Typ rennt die ganze Zeit bei dem Haus rum. Harpune 5. Harpune? Ja, das ist jetzt für den Dreizack. Ach, die Verzauberung. Genau. Ah. Ach, ja, das ist gut. Oder was Harpune ist auch zu scheiße. Ach du Sch Harpune ist gut, damit kannst du. Ich glaube, da kriegst du so einen Farn oder sowas, der dann. In, also du kannst den. Also du wirfst den Dreizack, glaube ich. Und dann kommt er wieder zurück oder sowas. Ja, auch das ist cool. Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Aber irgendwas mit dem Dreizack ist es. Ja. Aber dazu müssen wir auch erstmal einfinden. Ja, das wird geil. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Wir wollen es ja komplett durchspielen, ne? Das heißt, wir Ja, müssen das. Dreizack, also wir müssen auf jeden Fall alle Dungeons machen. Wir müssen auch den Wasser-Dungeon noch machen. Ja. Was Das, wollen wir als erstes machen? der Nether? Wasser. Ja, So, das, als ja. erstes den Widder besiegen Der und Wasser. danach den Wasser-Dungeon oder als erstes den Wasser-Dungeon und dann den Widder besiegen? Ich glaube erst das Wasser-Dungeon. Hätte ich jetzt so gesagt, oder? Ja, weiß nicht. Ja, ich hätte jetzt gesagt erst Also das Wasser. ich glaube tatsächlich, Wasser-Dungeon wäre schwerer zu finden. Wenn wir, also auf mein Handy war es so, du konntest sie wirklich leicht finden, weil du ja diese Karten hast von den Villagern. Stimmt. Du brauchst einfach nur viel Papier und einen Kompass. So war es auf der Hier vier. 1.13. Hä? Bier. So, wie Also viel? Papier, also Papier. Ja, Ich habe gerade normal. verstanden, du brauchst so viel Bier. Nein, nein, normales Papier. Normales Papier. Papier, genau. Ah, okay. Und ein Kompass. So war es auf der 1.13. Ich weiß aber jetzt Ja, ich nicht kenne wie. es. Ja. Ja, wird sich wahrscheinlich nicht verändert haben, ne? Boah, hier unten ist das so gruselig in der Mine, weil du immer so komische
Geräusche noch was. Es ist gruselig, Minecraft ist gruselig, neues Horror-Game. Horror-Game 2019, Minecraft. Weil du noch diese hier noch... Oh. Die Geräusche hast. Genau, Skelette sind auch nicht so... Da oben ist ein diese Spinnen, die sind ja absolut kacke. So die, von der Skala von 1 bis 10, wie scheiße sind Spinnen? Ja, 10, gell? Du kennst doch diese kleinen Minenspinnen, gell? Die dir auch eine Vergiftung geben. Ach, die Höhenspinnen. Genau. Junge, die sind so kacke, wenn du deinen Spawner findest, du bist tot. Ja, hast du einen Spawner? Ja, gerade einen gesehen, Alter. Ich will aber mit meiner kleinen Mini-Eisenrüstung da jetzt nichts dran rummachen. Sonst bin ich tot. Und das ganze gute Zeug, was ich jetzt habe, ist weg. Gibt es eigentlich sowas wie Anti-Vergiftungstränke? Anti-Vergiftungstränke? Boah. Gibt es sowas? Keine Ahnung. Ich Heilung, oder? Ja, nee, ja, sowas anderes. Nee, da habe ich also keine Ahnung. Also Tränke, wie du nicht mehr vergiftet wirst. Da habe ich keine Ahnung. Und? Mein einziges Problem ist erstmal wieder zurückzufinden. Aua. Wir können ja dann, wenn du dann auch mal eine Eisenrüstung hast, können wir dann ja mal gemeinsam runtergehen. Ich glaube, bei meiner Eisenrüstung dauert noch ein bisschen. Oh, warte, oh, ich hab's aber geschafft, endlich hier mal rauszukommen. So, Leute, könnt ihr es mal hier sehen? Da, oh, das Eisen. Ihr könnt das sehen, ich bin ein richtig krasser Typ. Ich habe in Minecraft eine bekackte Eisenrüstung und bin richtig krass unterwegs. So. Ich hab's hinbekommen, dass die Wollblöcke, sag ich schon, dass die Heublöcke jetzt mal in einer Richtung sind. Ja. Weil davor hat sich immer so, weißt du, dass, weil die haben ja so, die werden ja zusammengebunden, ne? Das sind ja diese. Ja, ja. Ne? Und die waren immer in falsche Richtung, deswegen sah das scheiße aus. Ich krieg das gerade hin, dass das wieder gut aussieht. Du bist geil. Ein Gott bin ich. Du bist hier. Ein junger Gott. Ja, dieses Lama, diese Geräusche, die hören sich so dumm an. Ich bin auch ein bisschen unzufrieden mit meinem Dach. Ralf? Ja. Was sagst du? Ja, ich sehe es gerade nicht. Aber was hast du denn doch? Ja, es sieht halt jetzt so aus, ne? Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder raus aus der Mine. So, warte mal. Noch ein ganzer Block. Hin und her hier. So, wie sieht's aus? Also Strohdächer zu bauen, ist es wirklich widerlich. So, wir schauen mal, was... Bist tot? Nein, mein Haus ist weggebrannt. War das das Haus? Welches denn? Das Haus, was weggebrannt ist. Welches? Christa? Oder gerade bist? Ja, genau, das habe ich gesagt. Das ist das Haus, wo abgefackelt ist. Da, das habe ich zugebaut. Hier war Lava. Du hattest Lava in dein Haus platziert. Hä, aber das habe ich doch neben den Steinen gesetzt. Ja, aber das, die Lava ist auf alles andere übergesprungen. Leute, Mann. Oh Mann. Alter, also bei meinem Haus darf man nicht in die Nähe mit Lava kommen. Das ist komplett aus Stroh. Das wird gut brennen. Das brennt gut, ja. Ich komme bloß nicht auf die Idee. Bann dich. IP-Bann. So. Ah, ich weiß nicht, wie ich mein Dach baue. Irgendwie sieht das scheiße aus. Wird's jetzt wieder dunkel? Ja. Ach du. Da war ganz schön viel Heu. So Leute,
Es wird gerade dunkel, wir legen uns jetzt mal kurz schlafen. Die Folge ist schon vorangeschritten. Ich würde die Folge auch nicht so lang halten wie die anderen zwei Folgen, diese 20-Minuten-Folgen. So, legen wir uns mal kurz schlafen. Schneid die sowieso zusammen. So. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich über ein Like und ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss und Abonniert bis zum mich. nächsten Mal. Du, 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 du.